Wir sind auf der Caravan Expo 2019 und hier ist ein Fahrzeug von Protec, von einem Entwickler, einem Diplom-Ingenieur FH aus München. Der hat ein Raumwunder erzeugt. Ja, und es fährt aus über die komplette Fahrzeuglänge, ja, links und rechts. Und dadurch entsteht ein Raum fast so wie zu Hause, muss man sagen. Ein Riesenraum, aber mit einer Fahrzeuglänge, was so einem ganz normalen Wohnmobil entspricht. Und hier haben wir ihn, den Entwickler und den CEO von der Firma, von Protec. Ja, ich grüße Sie herzlich. Stellen Sie sich mal kurz vor. Ja, mein Name ist Franz Wied. Ich habe das Fahrzeug entwickelt, hatte die Idee dazu gehabt, ein Fahrzeug mit viel Wohnraum auf dem Campground und wenig Platzverbrauch auf der Straße zu entwickeln. Das heißt, auf der Straße mit 2,30 Meter und zum Wohnen mit 3,50 Meter. Ja, das Ganze ist sehr beeindruckend. Das heißt, Sie sind hier in der Halle schon so ein kleiner Star. Hier stehen normalerweise so die Luxusmobile mit allen drum und dran. Sie haben ausgerechnet, um diesen Wohnraum zu erzeugen, ja, da bräuchte man, wenn es nicht ausziehbar wäre, der Slide-Out nicht dabei wäre, da bräuchte man ein Fahrzeug mit fast oder 11 Meter Länge. 10 Meter Länge, also 2 Meter mehr Länge, um die 18 Quadratmeter Wohnraum zu erreichen. Das wäre ein Schlauch. Und es wäre ein Schlauch, je länger das ist, umso schmäler wirkt es natürlich dann auch. Ja, es gibt einiges zu beachten. Wir sind in Deutschland, in Amerika, da sieht man die. Aber Sie haben mir erzählt, das werden wir gleich mal erläutern, das hier hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Verfahren zu tun, was es in Amerika gibt. Die brauchen auf Gewicht nicht so zu achten. Ja, die Amerikaner haben ja den großen Vorteil, dass die Führerscheinklassen nicht begrenzt sind oder gestaffelt sind nach 3,5 und 7,5 Tonnen. Die können also ohne weiteres 12, 15 Tonnen Fahrzeuge fahren. Bei uns ist es so, dass die 7,5 Tonnen Grenze doch sehr wesentlich ist. Und um jetzt zwei Slideouts in der amerikanischen Bauweise zu machen, würde man viel zu viel von der Zuladung verlieren, weil die Technik dort sehr schwer ausgeführt ist. Ja, man sieht es hier sehr schön. Sie haben Iveco-Zugfahrzeuge genommen. Da kann man noch einiges anhängen oder hinten dran, wenn man das möchte. Ja, der Iveco ist ja der einzige in der Fahrzeugklasse, der bis 7,5 Tonnen geht oder 7,49. Und der bietet eben das Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen zuzüglich etwa 3 Tonnen Anhängelast. Das heißt, 3 Tonnen? 3 Tonnen Anhängelast. Das ist also das, was die Leute so maximal sich vorstellen auch. Also selbst bis 3,5 Tonnen sind möglich, wenn er das zulässige Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen für die Zugmaschine nicht ausnutzt oder also fürs Motorhome nicht ausnutzt. Ja, es geht um den alten Dreier, sage ich mal. Da gibt es ja unglaublich viele. Ich selber habe auch noch einen, ja. Hier darf man 7,5 Tonnen plus Anhängelast noch ziehen. Ja, schade, dass es den nicht mehr gibt, oder? Das ist ja einer der wenigen Vorteile unseres Alters, dass wir Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen fahren dürfen. Ja. So, am besten wir steigen mal ein. Wir haben hier mal, ich zeige das mal gerade, Sie haben hier für den Messestand so eine Edelstahltreppe gebaut. Und da habe ich gesagt, wir nehmen wir einfach mal weg. Hier vorne steht sie dran, damit man mal sehen kann, wie komme ich denn hier hoch. Die Höhe ungefähr? Das ist knapp ein Meter. Ja. Und wir haben hier eine elektrische Treppe, wie sie eigentlich üblicherweise verwendet wird. Die faltet sich raus und wir können das Fahrzeug betreten. Wir haben die Treppe als zwei- oder auch als dreistufige Ausführung. Ja, wenn Sie mal das Liebste mal vorgehen, dann zeige ich mal kurz den Schalter. Die Markise ist natürlich auch schon an Bord, eine Fiamma F45S. Und auch die kann direkt am Fahrzeug abgespannt werden, was sehr praktisch ist. Ich muss nämlich keine Löcher mehr in den Boden schlagen. Und hier vorne ist der Schalter, nehme ich an. Das ist der Schalter, gell? Ja. So, da wird es ausgefahren. Ja, wir beketen das mal. Jetzt ist es komplett ausgefahren gerade. Jetzt ist es komplett ausgefahren. Und wir haben die Außenbreite von 3,50 Meter, die Innenbreite von ca. 3,40 Meter. Sie bleiben mal bitte kurz hier stehen. Ich bewege mich mal gerade ans andere Ende, denn das muss man einfach mal zeigen. Ich habe ein ganz normales 35 mm Objektiv hier drauf und muss jetzt richtig schwenken, denn man hat so viel Platz wie in einem richtigen Wohnraum. Und das ist das, was vielen Campern eigentlich, das ist so ein bisschen wie auf Langstreckenflugreisen, ja, wenn man nicht erste Klasse gebucht hat. Das hier ist so ein bisschen erste Klasse von Langstreckenflugreisen. Hier hat man Platz, oder? Hier hat man richtig Platz. Vor allem der Raum ist relativ quadratisch sogar. Also das Wohngefühl beeindruckt praktisch jeden, der hier reinkommt.
Ich zeig das gerade nochmal. Das ist die Sitzgruppe im ausgefahrenen Zustand. Es klingt trivial, wir fahren einfach mal zwei Wände raus. Aber es sind alles so Kleinigkeiten, die gelöst werden müssen. Denn wenn es zusammengefahren wird, ist das Fahrzeug noch komplett nutzbar. Ja, es ist eine Restbreite innen an der engsten Stelle zwischen der Küche und der Lehne der Bank von 40, 42 cm. Sie können alles nutzen. Sie können den Kühlschrank nutzen, die Sitze. Sie können selbst duschen. Sie können die Toilette benutzen und Sie können auch das Bett benutzen. So, das ist das Fahrzeug eines Hundeliebhabers. Das haben Sie konstruiert. Denn wir haben eine extra Hundegarage mit dabei, die wir uns gleich mal anschauen. Aber zunächst mal so das Thema Raumgefühl. Wie kamen Sie auf die Idee? Ja, ich bin des Öfteren in den USA und dort ist es so, dass die Wohnmobile natürlich Omnibusgrößen haben. Ich sah dort auf einem Verkaufsstand oder an einem Verkaufsplatz zwei Sprinter stehen, also deutsche Abmessungen. Und frage den Verkäufer oder schaue zuerst auf das Preisschild und sehe so 125.000, 130.000 Dollar. Und hatte mir vorher so Omnibusgrößen angeschaut für ungefähr 150.000, 170.000 Dollar und war dann also sehr überrascht, dass man solche, sage ich jetzt mal, Sprintergrößen überhaupt ausstellt in der Preisklasse. Der Verkäufer hat zu mir dann gesagt, ich soll das nicht unterschätzen. Die Leute wollen zum kleineren Fahrzeug tendieren. Und bei der Frage nach dem Platz sagt er, ja, das ist das eigentliche Problem. Und dann habe ich gesagt, naja, Probleme sind ja darum gelöst zu werden und habe mir mal Gedanken gemacht und das Ergebnis sehen Sie hier. Ja, es ist ein Riesenraumgefühl. Also man muss sich hier immer in die Ecken stellen. Warten Sie, ich zeige das mal gerade nochmal. Er fährt es jetzt mal rein, dass man mal sieht, wo ist der Unterschied. Jetzt fahren wir mal auf 2,50 Meter, oder? Fahren wir? Jetzt fahren wir, fährst du es zusammen? Ja, ist der Kollege gerade mal dabei. Aber dann müssen wir es erst umbauen. Also, ja, wir müssen es jetzt genau, wenn Sie mir mal kurz erläutern, was jetzt zu tun ist. So, also jetzt nehmen wir die Dekokissen weg, oder? Und dann kann genau. Man es erläutern. Dauert so 2-3 Minuten oder insgesamt der ganze Umbau? Noch nicht mal. Wir sehen das gleich live. Also die Batterie wird es mitmachen. Es dauert so eine Minute. Eine Minute. Das ist ja schon mal ein Argument. Das heißt, ich kann es komplett nutzen, auch im Eingefahrenen. Ist ein wichtiges Argument, oder? Ja, Sie können das ganze Fahrzeug im eingefahrenen Zustand nutzen. Sie haben nur diese Bank an der Sitzgruppe angrenzend nicht, sondern Sie haben 5 Anschnallplätze in dem Fall. Und den Tisch, das bleibt da bestehen, unverändert. Und im ausgefahrenen Zustand haben Sie eben zusätzlich diese, sage ich mal, Lümmelecke hier. Sie können sich durch die schräge Lehne da ganz bequem hinlegen. Sie haben einen Fernseher hier, den Sie in die Position bringen können, dass Sie das auch bequem sehen. Und ich habe ihn gar nicht gesehen vorher, muss man sagen. Das haben Sie gut gelöst. Ja. Von der Decke hängt. Ja. Dann ja. Der Kollege zeigt Ihnen mal. So, er schaut noch mal kurz nach. Da schauen wir gleich mal nach. Ich mache bloß einmal einen Check, ja. Die Vasen, die eine dicke Vase vielleicht, die könnte im Weg stehen, die ganz linke. So, jetzt fahren wir es nämlich gleich mal ein. Aber das ist so, man kriegt ja eine Einweisung, oder, wenn man es kauft. Ja, ja, natürlich. Also der Kunde wird, wir haben ja eine lastabhängige Abschaltung. Okay. So, warten Sie mal, ich gehe mal kurz hier runter, dann sieht man es. Und jetzt sieht man nämlich gleich, wie es einfährt und das ist schon, ich durfte es eben mal ein paar Sekunden mal erleben, ja. Da sieht man oben die Balge. Ah, das ist schon Ingenieurskunst, ja, was Sie geleistet haben. Und das Ganze auf 7,5 Tonnen. Ja. Wollen wir es so machen, dass man es sieht? Das machen wir dann jetzt. Das machen wir gleich, ja. Da hinten. Also können wir die Tür zumachen. Gehen wir dann irgendwo rein. So. Na, tun wir raus, komm. Nicht schlimm. Der ist ja nicht normal. Spannung pur. So, das heißt also hier habe ich jetzt 3,5 Meter Breite und jetzt fahren wir auf wie viel Meter? 2,35. Auf 2,35, was ja sehr handlich ist. 2,30. Kriegt keine Angst, 2,30. So, bitteschön. Die Umbaumaßnahme ist die Trapezlieder, die zwei von der Sitzgruppe entfernen. Dann wird die Sitzbank entriegelt. Durch Anheben, kurzes Anheben und Andrücken nach hinten und loslassen.
Das war's. Das war's. Das war die Umbaumaßnahme sozusagen. Und dann haben wir hier die Schaltung. Das sollte man vielleicht. Also wir haben hier auf diesem Display das Layout des Fahrzeugs. Wir haben hier in den beiden grünen Balken haben wir die Aufschrift Luftdichtung gefüllt. Geschlossen. Dann haben wir hier die Symbole, beide Slideouts öffnen, also nach außen, beide Slideouts nach innen oder einzeln, einen nach innen oder nach außen und den anderen nach innen oder außen. Mhm. Das heißt, Sie können beide zusammen oder jeden einzeln fahren und Sie können an jeder Stelle stoppen. Das heißt, Sie müssen nicht den ganzen Weg fahren von 60 cm. Das ist auch eine Frage des Platzes manchmal, oder? Ja, es ist so prinzipiell, wenn Sie aussteigen können, die Tür, die Fahrer- oder Beifahrertür in der ersten Rastung geht genau 60 cm vom Fahrzeug weg. Das ist Zufall, ist aber gleichzeitig die Begrenzung des Slideouts, wenn er ganz ausgefahren ist. Das heißt, die Kontrolle ist, kann ich aussteigen, kann ich auch einen Slide ausfahren. Ah, okay, verstanden. Das ist ja auch Crash sozusagen. Ich fahr nicht irgendwo dagegen, oder? Genau. Genau. Jetzt fahren wir mal beide Slideouts zusammen gleichzeitig, ja, um es zu zeigen. Als erstes habe ich ungefähr. Moment, es dauert hier oben. Als erstes habe ich ungefähr 45 Sekunden Wartezeit, bis die Luftdichtung in sich zusammengefallen ist. Okay, das ist damit von außen nichts eindringt, oder? Nein, die innere Luftdichtung ist ein mechanisch nicht beanspruchbares Teil. Darf es nicht sein. Wir kreieren dann einen Spalt. Also sie reibt nicht am Slideout. Ah, okay. Verstanden. Wenn man drauf bleibt, dann beginnt das Verfahren. Das, was man hört, ist das Reiben der Abstreiflippe auf dem trockenen Slider, auf der trockenen Slider-Oberfläche außenrum. Wie so ein Scheibenwischer, kann man sich das vorstellen? Wie ein Scheibenwischer, genau. Da hat auch die Funktion, eine Scheibenwischer schiebt Wasser runter, sofern was drauf ist, oder losen Schmutz. Oh, jetzt wird schon enger hier drin. Jetzt wird es so eng, wie es so in den meisten kleineren Fahrzeugen regulär ist. Es wird noch enger, oder war es das? Das war es jetzt. Jetzt sind wir zusammengefahren und wie gesagt, wir sind vom Durchgang etwas schneller als ein herkömmliches Reisemobil. Einfach aus dem Grund, weil wir mehr Wert darauf gelegt haben, das Mobiliar größer zu bauen. Zum Beispiel die Küche mit einer 60er Tiefe zu versehen. Dann haben wir große Schubläden kreiert. Wie zu Hause quasi. Wie zu Hause. Wir haben ein Spülbecken wie zu Hause. Wie gesagt, die Schubladen und so weiter. Weil wir ja die Möglichkeit haben, uns jederzeit auch partiell bloß etwas breiter zu machen und dann habe ich einen normalen, gewohnten Durchgang. Sollen wir uns jetzt das Bett mal kurz anschauen, Sie mal so lieb sind. Es gibt einen kleinen Komfortnachteil, den haben Sie mir eben beschrieben. Wenn es zugefahren ist, dann muss man einen kleinen Schemel nehmen, um da hochzusteigen. Aber das. Einmal von der Seite aufs Bett steigen müssen. Ja. Aber es ist alles funktionell, auch wenn er eingefahren ist. Immer alles nutzbar, ja. Und wir haben hier kundenbezogen eine Hundegarage eingebaut. Das ist das Gitter, das Sie unten sehen. Das heißt also, Sie können den oder die Hunde hier in den Wohnraum lassen und Sie haben durch das Feststellen dieser Tür auch die Möglichkeit, dass Sie mit dem Hund immer und der Hund mit Ihnen Kontakt hat. Also ich mag es ausgefahren lieber, wenn ich ehrlich bin. Es ist aber es ist richtig, richtig toll, dass so eingefahren funktioniert hier. Wenn Sie mal kurz öffnen bitte die Tür. Da ist es nämlich, wir machen mal ganz kurz die andere zu. Ja, Moment. Der Sekunde. Das ist natürlich, jetzt sieht man erstmal, wie beengt es sein kann im Reisemobil. Ja, jetzt ist eigentlich der Standardzustand für ein Reisemobil dieser Größe. Ja, trotzdem kann ich noch duschen, ich kann alles machen. Duschen, die Toilette können Sie benutzen, Sie können alle Schränke öffnen, Sie können die Sitzplätze verlassen, Sie können die Küche benutzen, den Kühlschrank. Also alles funktional, also alles noch im funktionierenden Zustand, mit der Einschränkung halt, es ist eng. Ja. Sie haben ja vorne, ja, ist es noch drin, dass wir es nochmal rausfahren? Ja, oder natürlich. Von der Batterie? Also hier ist die Toilette, also hat sich nichts verändert. Hat sich nichts verändert, also da ist die Toilette, ich zeige sie gerade nochmal. Das ist stark. Ja, man muss unglaublich viele Dinge beachten, denn
ich sag mal so, das Ganze muss am Schluss ja, wie viel wiegen, um die 5 Tonnen, wenn das fertig ist? Also wir haben ein Leergewicht von 5,2 Tonnen und wenn die Tanks gefüllt sind, dann haben wir ungefähr 5,6 Tonnen. Wir haben also noch 1,6, 1,8 Tonnen Zuladung, je nachdem, ob das Fahrzeug aufgelastet ist oder nicht. Ja, dann, wenn Sie mal so lieb sind, noch mal rausfahren, dann mache ich mal eins. Ich kann aussteigen jetzt? Wird das gehen? Dann steige ich mal aus und filme es mal von außen. Die Treppe ist dran. Treppe ist dran. Gehe ich mal vorsichtig. So. So, und dann fahre ich nämlich mal mit Ihnen zusammen. Sekunde, bitte noch nicht. Am besten ist von vorne. Von vorne zeigen wir es, ja. Weil Sie dann die Bewegung sehen. So, das heißt, dass hier, Sie stehen ja nicht ohne Grund in der Luxushalle, ja. Das ist Understatement pur, was ich jetzt hier sehe. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Wohnmobil, was so groß ist wie eigentlich alle anderen, oder? Genau. Also Sie. So, wenn er kurz die Tür noch zumacht, ja, haben wir die. Stark. Wir haben es drauf. Also ganz kompakte Ausmaße, 2,30 Meter. Und jetzt fährt es gleich wieder raus. Spannung pur. So, jetzt kriegen die Luftbalge, nehme ich an. Nee, ja, er wartet, dass er startet. Wir lassen es einfach mal ungeschnitten, denn es ist immer schön. Aber es dauert wirklich, das ganze Ausfahren dauert wie lange? Eine Minute? Ja, unter einer Minute. Als Sie das erste Mal das gebaut haben, wann war es? 2013 oder wann? 2013 haben wir. 2014 haben wir das erste auf die Straße gebracht. Wie waren das, als Sie jetzt erstmal campen gingen? Ja, die Leute schauen natürlich. Sehr außergewöhnlich. Also man ist nicht allein, sage ich mal, weil die alle kommen zum Schauen. Ja, das Ganze hat seinen Preis, muss man sagen. Es ist Wertarbeit. Wir haben uns eben darüber unterhalten. Wie lange hält sowas? Und da haben Sie gesagt, ja, locker 20, 30 Jahre. So wie jedes andere Fahrzeug, weil wir haben ja kein Verschleißteil, außer dem Scheibenwischergummi außen oder dem Gummi, der die Funktion eines Scheibenwischers hat. Und der ist austauschbar und das ist kein großer Kostenfaktor. Wir reden bei Iveco-Maschinen von entsprechenden Nutzfahrzeugen, die fahren locker mal 4, 5, 6, 700.000 Kilometer. Bestimmt. Also die Maschine ist ja nicht durch das Eigengewicht von ungefähr, sage ich mal, oder Reisegewicht von vielleicht 6,5 Tonnen ist die ja gar nicht belastet. Ja gut, Sie sind Ingenieur aus Leidenschaft. Es gab einiges zu erfinden. Haben Sie das auch entsprechend schützen lassen? Ja, das sind 4 Patente auf einzelne Positionen gemacht worden. Ja, es gibt noch einiges mehr zu sehen. Da ist der Kollege. Am stärksten finde ich die ausklappbare Tür. Das gibt es natürlich auch bei anderen Reisemobilen. Aber es gibt wirklich nette Details, die werden wir uns gleich mal anschauen. Bleibt dran. Ja, es gibt 2 verschiedene Grundrisse. Sie haben 2 Fahrzeuge hier stehen. Hier sieht man so ein bisschen, der zweite Grundriss ist ein bisschen anders. Ja, eigentlich sehr deutlich. Die Fahrzeuge außen und in den Abmessungen sind absolut identisch. Wir haben hier den Grundriss, in dem wir gerade waren, im Fahrzustand, also schmal, mit der Restbreite von 40 cm. Das Bett oder die Betten müssen dann von der Seite her einsteigen. Hier ist der auseinandergefahrene Zustand nochmal. Dann hat man eben hier am Fußende den Einstieg ins Bett jeweils. Die Dusche wird größer beim Auseinanderfahren, also der Vorplatz wird größer. Und ansonsten gewinnen wir hier eben die Sitzbank, die es hier nicht gibt. Also wir haben hier die 2 Sitze. Und hier haben wir zusätzlich diese Bank. Aber bei diesem Grundriss ist mehr der Familiengrundriss. Da haben wir im Fahrzustand ein Einzelbett links, ein Einzelbett rechts. Haben bei beiden Varianten die Möglichkeit, einen Alkoven mit Bett zu machen oder eben nur einen Alkoven, der aus aerodynamischen Gründen angebaut wird. Hier haben wir in der Mitte die Kombination aus Dusche und Toilette. Da gibt es die Möglichkeit, das Klappwaschbecken eben runterzuklappen. Das sieht man hier. Und wenn man jetzt auseinanderfährt, gewinnt man hier vorne wieder die Bank zu diesen 2 Sitzen. Und hier wird aus dem jeweiligen Einzelbett ein Doppelbett. Auch hier wird ein Doppelbett. Und es sind jeweils geschlossene Räume. Das heißt, Sie haben hier eine Tür rein. Sie haben 2 praktisch Schlafkabinen.
jeweils getrennt durch die Tür zu begehen. Das ist ja auch interessant. Das heißt, es können also 6 Leute schlafen, ohne irgendwas umzubauen. Genau. Genau. Also für 6 Leute und die sind, sagen wir mal, noch räumlich getrennt. Zumindest optisch. Optisch getrennt. Das heißt also 2 Pärchen zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder Kinder, Eltern, 4 Kinder, die Eltern vorne oder wie auch immer. Understatement, ja, es gibt einige Dinge, die Sie wirklich toll gelöst haben. Hier denken viele Leute, das wäre der Antrieb, da ist alles festgemacht. Ja, es ist nicht so. Wir haben ja hier drüber die Küche, das heißt, wir haben von der Spüle einen Wasserablauf. Der Wasserablauf muss natürlich in den Tank geführt werden. Dazu haben wir hier einen Schlauch, keinen geknickten, sondern einen gerundeten Schlauch, der in einem Rohr geführt wird. Das Ganze ist beheizt in dem Rohr. Da wird also das Abwasser aus der Spüle in den Abwassertank geleitet. Dasselbe haben wir auf der anderen Seite für die Dusche und für das Handwaschbecken. Ja, was auch interessant ist, hier der Schwerlastauszug, das ist der Einstieg. Hier sieht man es, auch das ist genial gelöst. Ja, wir müssen ja die Treppe mit rausziehen. Die muss ja immer an der Vorderkante der Tür sozusagen angebracht sein. Und deshalb eben über den Schwerlastauszug wird sie automatisch mit rausgezogen. Okay, aber es gibt noch einiges mehr. Hier habe ich einen Stauraum, der ist natürlich beim eingefahrenen Zustand etwas besser zu erreichen, aber wir zeigen es einfach mal. Ja, der Stauraum, also vernünftigerweise wird der B- und Entladen im schmalen Zustand, wenn die Slides eingefahren sind. Dann kann man den eben gut erreichen. Das ist für Ski oder Ähnliches. Wir haben darüber hinaus hier einen Bereich, den man ganz variabel nutzen kann. Wir haben hier die Heizung eingebaut. Das ist eine Warmwasserheizung, die noch ergänzt werden kann über einen Durchlauferhitzer. Hier haben wir jetzt von innen genutzt eine Art Truhe. Und alternativ kann das eben auch ein Hängeschrank sein, von oben herunter. Oder das Ganze so gemacht, dass man es von außen mit technischen Dingen beladen kann. Hier wäre es zum Beispiel möglich, ich komme aus dem Motorsport, habe jetzt die Kleidung schmutzig noch, die könnte ich eher hier aufhängen. Das würde sich hier anbieten zum Beispiel, ja. Oder ich sag mal wandern, egal was. Ja, schmutzige Schuhe oder Stiefel oder sonst irgendwas. Dann haben wir hier im Heckbereich, hier sieht man nochmal die Breite im Fahrzustand, also die Standardbreite von eben 2,30 Meter, wie nahezu alle Wohnmobile so in etwa sind. Wir können eine Anhängkupplung dran bauen, können noch einen zusätzlichen Träger anbauen für Fahrräder oder Motorroller oder leichteres Motorrad. Da sprechen wir direkt über 150 Kilogramm, die man da aufnehmen kann. Das ist auch nicht üblich. 150 Kilogramm, da kann ich schon mal zum Beispiel ein Sportmotorrad drauf machen. Ja, ja, so ein Sportmotorrad wiegt normalerweise 120 Kilo. Das geht? Das geht locker. Oder auch Fahrräder und so weiter, das macht man drauf. So. Das ist die Hundegarage. Das ist eigentlich die reguläre Garage, die natürlich jetzt für diesen Fall als Teil Hundegarage genutzt wird. Diese Trennwand ist variabel auf dieser Lochschiene einstellbar, je nach Hundegröße. Und hier haben wir dann den restlichen Stauraum. Aber wie gesagt, hier sieht man auch hier diese beiden Öffnungen. Das heißt, im geschlossenen Zustand komme ich ran und geöffnet auch. Ja, also wir brauchen ja 2 Möglichkeiten reinzukommen, weil wir im auseinandergefahrenen Zustand, im Wohnzustand sozusagen, haben wir diese Richtung offen, dass die Hunde hier raus und rein können. Und wenn die Slides eingefahren sind, steht diese Öffnung ja vor der gegenüberliegenden Schrankwand, sage ich mal. Dann steht diese linke Öffnung vor der Tür, zu der man normalerweise in den Schlafraum reingeht, und die Hunde können durch diese Öffnung rein und raus. Sagen Sie mal eine Frage zwischendurch, wie ist denn so die Wartezeit, wenn ich jetzt heute komme, mache eine schöne Anzahlung, unterschreibe, 2 Monate? Das wäre schön. Es wird, sag mal, auf jeden Fall 12 Monate dauern. Okay, aber in einem Jahr habe ich es. Ein Jahr, ja. Handarbeit? Ja, es ist alles, sag mal, im Manufakturstil, weil... In München, oder? In Fertig. München, ja, weil wir doch sehr individuell auch ausbauen. Der Grundriss bleibt erhalten, aber... die Details kann der Kunde wählen. Das heißt, Sie sprechen hier über roundabout 280.000, 300.000? Also der Grundpreis des Fahrzeugs ist 218.000. Mhm.
wobei in den 218.000 also sinnvolle und nützliche Dinge wie die Hubstützanlage zum Beispiel schon enthalten ist. Also der Grundpreis bei uns ist nicht das nackte Fahrzeug, wie man es nicht benutzen will, sondern das Wesentliche ist schon dabei. Gut, Sie haben für vielleicht auch gewerbliche Kunden unter Umständen, also vielleicht einen Fernsehsender oder irgendwas, der sowas benutzen kann, die zahlen ja keine Mehrwertsteuer, muss man dazu sagen. Ja, ich meine, da sind ja also großer Brocken Mehrwertsteuer dabei, ist ganz klar, das ist 20% fast. Ja, die 19% Mehrwertsteuer, die tun natürlich dem Kunden weh. Ja. Das ist aber unvermeidbar, ist ganz klar. So, Sie also haben im gewerblichen Bereich natürlich. Ja, natürlich top Ausstattung. Ich zeige mal gerade die Elektrik. Da freut sich das Ingenieursherz, denn er hat gesagt, auch die Sachen, die versteckt sind, müssen perfekt ausgeführt sein. Das unterschreiben Sie, oder? Hier ist alles. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben hier eine Lithium-Ionen-Batterie, die hat jetzt 200 Amperestunden, kann auch eine 300 Amperestunden verbaut werden. Wir haben ein Ladegerät, einen Wechselrichter, haben da drüben den Sicherungskasten. Die Nieder- und Hoch-, also die 230 Volt Spannung und die 12 Volt Spannung, haben hier die ganzen Schaltelemente und Überwachungselemente für die Tanks, für die Photovoltaikanlage, für die Temperaturen, für die Lichter, also für die ganzen zu steuernden. Ich zeig mal gerade die kleine Schmelzsicherung, die Sie da eingebaut haben, gegen Masse. Ich nehme an, das ist eine, oder? Das ist eine, ja, genau. Wenn Sie mal gerade Ihren Finger da mal kurz hinhalten, dass man das mal sieht. Ich halte mal kurz hier rein. Das muss man einfach mal zeigen. Hier, ja. Das sieht man. Denn so eine Lithium-Ionen-Batterie, wie viel hat die? 200 Amperestunden? Die hat 200 Amperestunden. Die aber echte Netto 200 Amperestunden, muss man sagen. Ja, das ist ja der Vorteil der Lithium-Ionen-Batterie, ja, dass sie die, also die Leistung auch wirklich bringt, ja. Stark. Wir schauen uns gleich nochmal ein kleines Detail innen noch an, das haben wir eben vergessen, das war nämlich wirklich das Bett, das haben wir nicht gezeigt und okay. Die meisten Frauen werden nämlich sagen, wie schläft man denn da so? Wie ist denn das so, wenn die Leute, die das ausgeliefert bekommen haben, damit unterwegs sind und was kriegen sie für Rückmeldungen? Ja, riesig Platz, riesig Platz. Also Sie haben ja ein Standardfahrzeug sozusagen von der Größe von außen und auf der Straße bewegen Sie ein ganz normales Wohnmobil und zum Wohnen haben Sie den Platz eines, ja, fast Omnibus. Ist das für Leute, die Understatement lieben und gerne um Kurven in Italien kommen möchten? Ja, es ist, sind zweierlei. Die einen sagen, ich hab gern den Vorteil des Riesenplatzes mit einem engen kleinen Fahrzeug auf der Straße. Und die anderen freuen sich dann nebenbei noch, dass am Campingplatz natürlich die Bewunderung auf ihrer Seite ist. Was bestimmt den Leuten auch Spaß macht, ehrlich eben, gesagt. Eben deshalb. Gut, dann gehen wir mal rein, schauen uns das an. Wir haben es wieder ausgefahren, ja. Und wir werden jetzt mal in den Schlafbereich gehen, in das große Doppelbett. Und da auch mal zeigen, wie viel Platz man wirklich hat. Er ist 1,84 Meter groß, man hat genug Platz noch, obwohl wir ja hier auf einer Stufe stehen, muss man sagen. Damit der Einstieg recht bequem ist, haben sie nämlich hier eine Stufe gebaut. Direkt zwei Stufen. Und das ist der Doppelbettbereich. Ja, wir haben das Fahrzeug aufgrund des relativ großen Wohnraumes natürlich auch etwas höher gebaut. Wir haben 2,18 Meter Innenhöhe, weil sonst, sag mal, gefühlsmäßig die Decke sehr drücken würde. Mhm. Hat natürlich auch den Vorteil, dass wir bei einer Betthöhe mit 95 cm Sitzhöhe über der Matratze, Sie sehen also, da kann man auch sitzen, wenn man etwas größer ist, ohne mit dem Kopf anzustehen. Und wir bringen noch eine große Garage drunter. Das ist eben der Vorteil der großen Raumhöhe. Ich gehe mal kurz hier rein. Also ich stehe jetzt gerade noch hier und hinter mir ist noch ein Meter Platz. Also das darf man eigentlich keinem erzählen, der, ich sag mal, keinen Slide-Out hat. Hier vorne ist der Innenraum. Da sieht man es so richtig schön. Und jetzt kommt was ganz Tolles. Denn ich habe hier Schränke, die sind so tief wie zu Hause. Nee, eigentlich tiefer. Ja, die sind in dem Fall 55 cm tief. Wir haben ein 60 cm Slide-Out und alles, was wir weniger machen würden, wäre eigentlich vergeudet. Ist das jetzt Leichtbau im Möbelbau oder was haben Sie da verwendet? Ja, es ist solide Mehrschichtplattenbauweise, also keine Spanplatten natürlich. Aber wir haben also keine superleichten Platten genommen, denn die Schrauben halten nicht. Da halten keine Schrauben drin. Also es ist jetzt schon nicht die leichteste Bauweise. Okay. Hier unten sieht man diese Truhe, die man von unten gesehen hatte. Diese
Nichts passiert. So, und hier kann man sehr schön sehen, das ist der Bereich, wo ich dann meine Kleider hängen habe. Und wenn sie dann trocken sind, kann ich sie reinnehmen? Ja. Und hier habe ich dann das Bettzeug. Hier können Sie das Bettzeug oder irgendwas mit Wäsche oder sonst was nutzen. So, zuletzt, wenn das geht, schauen wir uns mal drüben die beiden Doppelbetten an. Das interessiert mich auch sehr. Bis gleich. So, das ist jetzt die Familienvariante mit zwei Doppelbetten plus Alkoven. Er wird mich korrigieren, wenn ich falsch bin. Und einer etwas geänderten Sitzgruppe. Oder ist die gleich? Die ist etwas geräumiger noch. Und zwar im vorderen Bereich haben wir eben auch zwei Anschnallplätze. So, denn hier sieht man auch Wahnsinn. Also es ist immer wieder erschlagend, das Raumgefühl. Man steht im ganz normalen Raum. Ja, das ist eben die Innenbreite von 3,40 Meter, außen 3,50 Meter. Die ist 1,20 Meter oder sagen wir 1 Meter bis 1,20 Meter mehr als üblicherweise. Und das wirkt sich dermaßen extrem aus, dass das Raumgefühl halt auf jeden Fall sehr angenehm ist. Ich bin sehr gespannt, denn ich habe es eben noch auf der Zeichnung gesehen. Ich habe zwei Doppelbetten im Heckbereich, ja, die auch noch räumlich zueinander getrennt sind. Ja. Es sieht so ein bisschen aus wie in einem Luxuszugabteil. So muss ich sagen. Züge sind so breit oder sind die nicht so breit? Nein, Züge sind keine 3,50 Meter breit. Klasse, bitteschön. So, ah, Wahnsinn. Wir haben hier zwei sagen wir Schlafkabinen mit 1,40 Meter mal 2 Meter Betten. Und das sind auch noch dazu höhenverstellbare Betten, um die Garage auf der Straße zum Fahren sozusagen noch größer zu machen nach oben. Also das wäre meine Variante, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, meine Frau schaut nicht zu. Aber da ich ein bisschen schnarche, muss man dazu sagen, da ist man dann natürlich räumlich dann komplett getrennt. Auch hier muss man natürlich Ingenieurskunst, das Ganze ist hier mit den Lamellen abgetrennt, die automatisch einfahren. Und hier habe ich das Gleiche nochmal? Hier habe ich dasselbe nochmal. Wir haben jetzt hier mal die Matratzen rausgelassen, um es besser demonstrieren zu können. Das Bettgestell ist jeweils teleskopierbar. Das heißt, wir hängen das Bett hier ein und es fährt damit automatisch mit dem Slide-Out rein oder raus. Die Matratzen sind geteilt und falten sich dann auf. Hier sieht man auch nochmal die Höhenverstellung. Das heißt also, wenn ich es in dieser Höhe habe, habe ich ein bequemen Einstieg ins Bett und zum Reisen könnte ich also zum Beispiel Fahrräder in die beiden Garagen reinstellen. Die Garagen sind dann eben bis hier von unten so hoch, dass also auch sperriges rein. Das heißt, ich könnte auch, wenn es oben ist, auch drin schlafen. Das würde auch gehen. Können Sie auch. Sie müssen halt dann wieder eine kleine Aufstiegshilfe benutzen. Ein Hocker oder sowas. Hocker sowas. Ja. Gut, das also, geht ja. Dann ist auch hier die Küche, die ist jetzt ein bisschen anders, oder? Habe ich das Gefühl? Die Küche ist etwas anders, ist das gleiche Layout. Wir haben halt auch hier wieder eine normale Haushaltsküchentiefe von 60 cm. Und wir haben dadurch natürlich Schubladen wie zu Hause. Und man nutzt eben in einem Wohnmobil natürlich jeden Kubikdezimeter Platz, weil es ist ohnehin insgesamt nie zu viel. Ja, aber auch hier gut gelöst. Plus natürlich noch, das Bett hier oben ist nicht da. Hier oben haben wir jetzt, wir haben ja zwei Versionen. Eine Version mit Alkoven mit Bett und eine Version, einen aerodynamischen Aufbau mit zwei Stauräumen links und rechts, jeweils einem und in der Mitte eine Ablage. Mit dem großen Vorteil, dass wir eben hier einen sehr bequemen Einstieg zum Fahrerhaus haben. Ja, aber auch da haben sie eine Lösung. Also wenn der Alkoven drin ist, haben sie mir eben gezeigt. Da es ja eine Manufaktur ist, man muss nur Wünsche äußern. Fast alles machbar. Fast alles machbar, ja. Also im Rahmen dessen, was schwierig, was einen größeren Umbau erfordern würde. Das wird zu teuer für den Kunden. Ja, es sei denn, hat's Geld. Wenn er das Geld hat, kann er natürlich alles machen, aber vorausgesetzt, wir haben die Zeit. Der Werterhalt, haben Sie da schon Erfahrungen? Also üblicherweise werden Wohnmobile ungefähr auf 250.000 Kilometer Nutzung kalkuliert oder gerechnet. Und ich glaube, die Lebensdauer ist mit Sicherheit nicht schlechter als bei einem Nicht-Slide-Out-Mobil. Und insofern 20, 30 Jahre sind je nach
Nutzung sicher keine Seltenheit. Iveco ist ein guter Partner für Sie? Ja, Iveco hat einen großen Vorteil, dass sie eben ein 7,5 Tonnen Fahrgestell anbieten mit einem sehr stabilen Leiterrahmen in verschiedenen Radständen, mit einem sehr guten Automatikgetriebe. Und die Qualität ist sehr gut, also es gibt eigentlich keinen Vergleich in dieser Fahrzeugklasse. Das ist entsprechende Wandautomatik, die drin? Das ist eine ZF-Automatik, Highmatic genannt, Achtgang-Automatik. Die neue, ja. Also das, was früher war, war wohl nicht so gut. Stark, ja. Die kommen ja aus Saarbrücken, witzigerweise. Okay. Muss man wissen, ja. Das ist, also wenn das jemand guckt, denn wir haben auch an anderen Stellen geguckt, also die ist jetzt schwer im Einzug, denn ich sag mal, die Leute wollen Automatik, oder? Ja, es ist auch sinnvoll. Jetzt neuerdings mit dem Facelift 2019, also seit 2-3 Monaten ausgeliefert, bietet das Fahrzeug auch alle Assistenzsysteme, die jetzt so standardmäßig. Zum Beispiel Spurhalte, geht das? Spurhalteassistent, Bremsassistent und Abstandstempomat und alles Mögliche. Auch die Handbremse, was für uns jetzt als Wohnmobilhersteller ein sehr gutes Detail ist. Die Handbremse ist neuerdings weggefallen. Es gibt eine elektrische Feststellbremse. Praktisch. Also diesen Handbremsbock wird es dann nicht mehr geben. Das Fahren ist einfach? Das Fahren ist sehr einfach. Also Sie fahren wie mit einem normalen Fahrzeug oder sagen wir mal größeren Pkw. Das ist überhaupt kein Problem. Okay, natürlich so Features wie automatische Stützanlage, dass also der automatisch nivelliert wird, das ist mit drin? Das ist immer drin, das ist sogar im Grundpreis mit drin. Ja, vielen Dank. Also Sie haben es verdient, dass wir mal einen großen Film darüber machen, den Ingenieurskunst Made in Germany. Nochmal ganz kurz zusammenfassend, warum kann ich nicht einfach so ein schweres Wohnmobil zum Beispiel von Amerika nach Deutschland holen? Ja, das ist nicht so easy, oder? Ich brauche einen anderen Führerschein. Ja, es kommt natürlich auf die Gewichtsklasse an, aber üblicherweise sind die alle, sagen wir mal, um die 7, 8, 9, 10 Tonnen. Ein kleines Fahrzeug wird sich nicht lohnen, drüber zu holen. Ein großes Fahrzeug braucht einen großen Führerschein, also einen LKW-Führerschein, haben dann wiederum die Limitierung, die 8 Meter, die die meisten Campingplätze eben nur akzeptieren. Da hilft ihnen das schöne große Bus nichts. Der ist natürlich. Der kommt gar nicht rein. Der kommt gar nicht, wird auch nicht reingelassen. Das ist so, das heißt, man steht dann davor, das fängt schon an in Spanien, dann im Wendekreis. Ja, so, ich war vor kurzem am Campingplatz, da kommt man gar nicht rum, denn ich sag mal, da fehlt ja das Knickgelenk, wie beim Wohnwagen in der Mitte. Ja, ja, also wir haben hier extra nicht den größten Radstand gewählt, wir sind auf 4,35 Meter, weil der Überhang lässt, das ist immer noch akzeptabel und der Wendekreis ist natürlich wesentlich günstiger als mit einem längeren Radstand. So, und das, was ich nicht reinkriege, kann ich ja immer noch auf den Anhänger packen dann, ja. Das ist nicht so schlimm. So nur auch, genau. Ja. So, wir gehen nochmal kurz raus, machen wir die Abmoderation. Wir sind bei ProTech, einer Firma aus München. Ingenieurskunst, das Ganze ist made in Germany. Bis auf das Fahrgestell, wo kommt das her? Aus Italien? Italien, also Iveco, wo sie es halt gerade produzieren, die haben ja mehrere Produktionsstätten in Europa. Ja, aber das ist top. Also Iveco gehört zu den Top Herstellern, die es gibt. Das Ganze fährt sich wie ein Brett auf der Straße, nehme ich an. Wie schnell darf ich fahren mit dem? 80? Nein, Sie dürfen 120 meines Wissens fahren. Also, und bei 120 regelt auch ab. Ja, aber so die gehen ohne weiteres zu fahren, ohne besondere Aufmerksamkeit oder Anstrengung. Super, ja. Also da nochmal bitte nachgucken, in welchem Land was erlaubt ist. Ja, also er fährt 120, so viel kann man sagen. Er fährt 120, genau. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, wenn ich es haben möchte, einfach protec.de eingeben und das Scheckbuch schon mal bereit machen. Aber man muss sagen, es ist eine richtig gute Wertanlage. Ja, also wir gehen davon aus, ein vernünftiges Wohnmobil hat einen langen Wert, also lange einen hohen Wert. Also protecmobil.com. protecmobil.com. Ja, vielen, vielen Dank. Und wünsche Ihnen noch viel Erfolg auf der Messe. Wie war denn so die Nachfrage bis jetzt? Also direkt gekauft wird natürlich nicht in einer Stunde, aber die Nachfrage ist enorm. Und das Interesse und die Begeisterung ist groß. Ja. Dankeschön. Tschüss. Sehr gerne. Danke.